Thank you.
Thank you.
Schönen guten Abend, die Damen und die Herren. Es ist eine Freude, euch alle herzlich begrüßen zu können. Freue ich mich auch, dass das Gemeinderat gut vertreten hat, was dabei ja mächtig ist, Madame Stefanie Weidert, der Chefin Patrick Hirtes, Joss Schöllen und Tom Leonardi, dabei habe ich auch gesehen, Gemeindekonseil Michel Köpp, den Romain Osweiler und den François Bucht. Des Weiteren sind ich auch froh, viel verantwortlicher von den Lübeck Vereinen und von anderen Vereinen hier, als der Gemeindeordnung begrüßen zu können. Wir sind wirklich froh, nur 3 Jahre unser traditionelles Kirchkonzert zu präsentieren. Aber nicht so traditionell, als der tatsächlich heute der Tag gemacht mit Konzert schon über 50 Jahre genau auf diesem Tag gespielt mit dem Stiftswerk. Für einmal aufhängen, was spielen will ich auf einer Merci rausgehen. Und zwar für alle die Leute, die sind mir auf irgendeinem Weg am laufenden Jahr unterstützen. Sehr oft, das heißt bei Konzerthilfen, bei Festhilfen, als finanziell unterstützen. Und als Beispiel würde ich immer gerne, das nicht vermutet, die Handelsmaschen immer spielen. Das hat man dann Blick können zu hinken, ob der Klaus zu dick von der Anheit zu lösen, zu spielen. Und die Leute, wenn ich schon das stark adressiert, haben wirklich gut auch da abgeworfen. Dafür dann ein extra große Merci. Allzu lang will ich nicht schwätzen, wir haben ein relativ großes Programm für uns. Den Obdach Merlin hat sich schon gesehen, also noch ist nicht die Fruchtsatten. Und danach könnt ihr mit großen Ensemble am Hund effektiv ein ganz flottes, variiertes Programm, das wir als Dirigent und als Generalprof und als Aufstellung gesagt haben, ein mega cooles Programm. Und ich bin mir schon mal für krankheitshalbe Absenzen, die wahrscheinlich auch lieber heim gewesen wären, die leider müssen krank beheben zu bleiben. Da will ich aber auch noch darauf hinweisen, dass diesen Abend speziell ist. Nicht nur, weil das nächste Stiftungskonzert, der Kirchkonzert seit 3 Jahren ist, mir steht auch am Zeichen vom Dirigentenwechsel, die wir nur den Steg von dem größten Ensemble werden wollen. Ich wünsche euch alle einen flotten Abend bei der Concordia Rösplatz, dem Novus und den Damen. Als ein Stück vom Groven zu den Kango Caves hören, geschrieben von Ralf Fort, ihn hört sich für das Stück inspirieren gelassen, während einer Visite von den Kango Caves einem Tropfsteinhöhlensystem an Afrika. Am Jahr 1718 dürfte ein Angang von diesen Höhlen durch Zufall von einem Hirtfund, bei ihm ein verletzter Bock gesichtet wird. Die 3 verschiedenen Höhlen sind nach Kango 1, Kango 2 und Kango 3 angedeelt. Kango 1 wurde so ausgestattet, dass Touristen das besichtigen können, also anscheinend von dieser Innerwelt bestaunen können. Der Feierbegehung vom österreichischen Komponist und Trompetist Gerald Oswald am Jahr 2016 komponiert. An diesem Stück geht es um Pomschen, nachdem sie die Hechflammen an Feuer gelöscht haben. Für ihre Frau war stolz zurück an ihren Pomschenbau. Wir wünschen euch viel Spaß beim Blaustoff von eurem Ansatz in der Lehnung von Feuerwehrmann Sam. Beim nächsten Stück wurde der Jung, ein Jung geblieben und hat erst bestimmt die Rettung an einer Heilungsab, der 2016 gegründet wurde. Wir müssen dich enttäuschen. Wir weisen dich ein Lokang wie zu spät an das Steck wird außer dem selben Stück nicht mit der Berühmter abzudun. Victor Rockoff schon 1988 von David Schaffer komponiert. Beschrieben wird Steck als außergewöhnlich mein Ziel junger Musikanten. Er hat unaufhängig spielen und chromatische Noten beizubringen. Denn David Schaffer gehofft 1953 an Ohio geboren. Und wird unter anderem als beruflicher Komponist und Arrangeur über 200 Stücke geschrieben, die weltweit gespielt gehen. Live, Leute, wir wünschen euch viel Spaß beim Lauschen von der Premiere vom TikTok-Rock. Heute zu Hause mit unserem großen Solist Yvonne. Als nächstes her die Jingle Bells, komponiert von James Lord Pierpont. Und extra für euch arrangiert von unserem Dirigent Sam Koop. Das Stück ist schon uralt, aber auf Tisch in 1850 und 1857 geschrieben.
Auch wenn ihr wisst, Steck immer in der Christzeit lauscht, hat das ursprüngliche Steck eigentlich gar nicht mit Christtag zu tun. Übersetzt heißt Jingle Bell Klimpwort Schallen. Du hat sich Schallen und Perz steht gemeint. Jingle Bells war übrigens auch das echt Lied, das im Waldraum gespielt wird. Live Light, das ist auch schon als letztes Steck vom Programm. Wir kennen es euch. Es geht nur euch direkt musikalisch weiter mit der Rossbotter Musik. Wir hoffen, ihr hört also die gefallen und wir wünschen euch noch schön Ostern. Okay, wo leid du meinen Text? Guten Abend, alle Guten. Aus euch haben wir noch ein Steck geplant. Aber den jetzt soll Usun als leider genau wie sein Bruder haut ausgefallen. Und mir noch einen anderen Ausfall an den kleinen Notenfrups hatten. Das heißt, drei Leute, die wir Mann hatten. Aber dafür hat man eigentlich für du bei dem Steck zum Beispiel der Solist recht haut, für die ich seine Stimme gesehen hat das eigentlich ganz gut geklappt. Weil er eben auch den er zugab, sollte Usun, den er auch ausgefallen. Und ich gebe mal nur einfach das Mikro ergreifen. Ich habe gehofft, dass er hier inzwischen Text geht, flyen, wo ich einfach nicht mehr bricht aufzulesen. Weil wenn ich mir dieses Mikro gebe, dann habe ich normalerweise nicht auch mal schwätzen. Ich will das nächste Lied auch nicht immens groß ankündigen. Das ist ein Lied, das nennt sich einfach We Wish You a Merry Christmas. Ich hoffe, die hat alle gute Schick richtig. Und was wir hier schon noch einfach können wünschen, also ein schönes Rest vom zweiten Christfeiertag. Und natürlich einen guten Rutsch an das neue Jahr. Und das machen wir mit diesem letzten Stück. We wish you a Merry Christmas. Ich merke nun in Ihrem Geist, dass ihr unbedingt noch ein Stück voltieren. Und dafür spielen wir jetzt noch ein allerletztes Lied. Das tut zwar aus sich nicht direkt mit Christtag zu tun, aber es ist übersetzt. Wenn ihr auch den Text, wenn ihr gut lauscht, dann hört ihr auch nur den Text vom Steck. Und das ist eigentlich übersetzt: We are marching in the light of God. Wir gehen am Licht von Gott. Ich meine, auch das passt als passend für das Christtag. Und ja, das ist ganz einfach, sie haben wir. Viel Spaß. Ein schöne gute Abend dann noch von meiner Seite aus. Nur zwei Jahre Pause sind wir froh, dass wir uns alle zusammen können mit euch diesen traditionellen Christkonzert können aufhalten. Wir hoffen, ihr habt ein paar schöne Dich mit der Familie, mit Freunden. Und es ist flott, dass ihr das Christdich mit uns musikalisch ausklingen lasst. Nachdem es kleine Notenfuchs hatten, die wie immer mit ihrem Können konnten überzeugen, und die mit Großfuchs hatten, der Konzert mit einer Ouvertüre gefangen von Norman Taylor. Ein perfekten Auftakt für alle Konzerte. Und diese wunderbaren Aperitif wird uns alle Appetit auf das, was noch kommt. Die Ouvertüre wird dirigiert von diesem allen Dirigent, dem Team Klären. Ja, die wird richtig hören. Allen Dirigent. Weil der Konzert steht, wie dieser Präsident schon gesagt hat, am Zeichen vom Dirigentenwechsel. Nachdem das Team nur 12 Jahre aus der Musik sich einer neuen Herausforderung gestartet wird, und wir wünschen ihm auf dieser Platz eine gute musikalische Hand. Und dann ist es ja so, wenn den ihr geht, dann können die anderen am Platz. Und ich gebe aber nur dem Präsidenten Fultgen. Ich stirbt, aber ich kriege als ein Adelschef den Team Klären bieten, hinzukommen. Und noch als neuer Chef, den Sam Koch, wird er den Team klären, dem Sam kann den Dirigentenstab überreichen. Aber nur die große Musik darf dirigieren, will ich den neuen Chef kurz vorstellen. Weil schließlich will man ja auch wissen, was wir mit dem zu tun haben. Der Sam Koop, Jahrgang 84, hat schon mit 3 Jahren angefangen, echt musikalisch Töne für sich zu gehen. Mit dabei wird ihnen nicht gelos, und hat am Städter Konservatoire, Geige, Piano, als du an der Solfège gegangen, hat bei Ensemble mitgesungen, wie zum Beispiel den Pueri Cantores in der Leitung von Pierre Nimax Jr. Hier hat auch Harmonie und Co-Direktion gemacht, auf für seine Großleidenschaft Trombone
hat die Chor gekriegt beim heutigen Direktor vom Konservatoire, dem Mark Meyers, und hat auch bei ihm den Diplom du Premier Prix aufgeschlossen. Nachdem der junge Musiker seine Premiere auf der Musiksektion am Athénée aufgeschlossen hat, fängt ihn an, für die Ukta zu schaffen. Und nebenbei studiert er Lehramt Musik, beim Hauptfach Trombone auf der Hochschule für Musik und Tanz zu Köln. Am Jahr 2008 geht es Samnis an die Lycée, mir nicht für die Schulbank zu drücken. Als Chargé de Cour, nur seinem Stage Pädagogique, gibt es Sam Musiksprof zu Wolz, am Zinter 2022 Ossien am Lycée Michel Lucius an der Stadt. Als Solist, sie wird mit der Trombone, als Chorsänger und auch Dirigent, war hier nicht nur an Europa, am Ansatz mit auch Japan, Südkorea und USA. Hier als aktive Member an der Bachberberger Musik und an der Bachdringer Bläser. Der Sam holt sich auch zu einem Arrangement von der Sticker von der Lützebäuer Kultband Cool Feet hier reißen gelöst. Sein echt großes Orchesterkomposition Pandemica 2020 ist bei der Ukta publizitiert ging. Hier als Dirigent vom Orchester Lucius and Friends an der Lohrheit zu Rosbad, wo ich mir so gelöst habe, dass hier mit viel Dynamik und Motivation der Konzert präpariert wird. Wir wünschen dem Sam viel Fried, viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. Und das erste Stück in der Leitung von ihrem neuen Dirigent als Werk vom Armin Koffler Schmelzende Riesen. Die Gedanken haben auf diesem Titel als Klimaerwärmung, die sich am Mitteleuropa durch den Rückzug von den alpinen Gletschern bemerkbar macht, das Thema ist ja nicht mehr wie aktuell. Das Stück fängt an mit einem ruhigen, kindlichen Teil, der die impressionanten Gletscher sollen durchstellen. Am Mittelteil fuhren wir dann alle guten mit den Schlittenhunden durch die Spider. Den Übergang an den letzten Teil geschieht ganz abrupt. Das Ausmaß vom Klimawandel wird mit enger Kehr sichtbar. An ein echt Höllefruf von den Gletscher erklingt, den aber erreicht am Schluss vom Stück mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft durch die nächste Generation an einem mehr optimistischen Ton durchgestaltet. Voilà, Sam. Premier für dich, damit uns ist alle warm un. Schmelzende Riesen, dirigiert vom neuen Dirigent Sam Hope, aber gespielt von der Rosbetter Musik. Das nächste Stück ist ein Medley von bekannten Melodien, arrangiert vom, die kennt ihr mittlerweile alle gut, vom Team Klären. Aida, an der schönen blauen Donau, dort in Röschen. Alle Buhr wollen es noch nicht abzielen, weil nur sich schon einfach überraschen. Die eine oder andere Melodie wird schon dabei sein und die wird darum erkennen. Great Classical Teams Medley arrangiert vom Team Klären, dirigiert vom Sam Cook, auch gespielt von der Rosbetter Musik. Viel Spaß! So, schau dir das an. On Fire, ein Stück mit Power von Michael Geisler. Das Werk wird gesucht als ein Ideal für den Anfang oder ein Aufschluss von einem Konzert, auch für uns den idealen Aufschluss vom ersten Teil. Nur einem fanfarenischen Entree geht es ganz melodisch weiter an das bei einem spritzigen Rhythmus. Trompeten an die Perkussionisten, und das sind da mittlerweile noch für mich. Die geben diesem Stück einen gewissen Touch. Mal gucken mal, ob sie sich nur hier im Ersatz ein Bärchen oder ein Kippchen verdient haben. Weil nur diesem hützischen Stück machen wir ja eine Pause, für das bisschen aufzukillen. Und Feuer, ein spritziger Affair, die flott nur zu lauschen ist. Voilà, Sam, das und dir. So, da führen wir weiter. Ich hoffe, die hat dich gut gestärkt. Für den zweiten Teil, den nicht Mama spritzen wird. Selections from the Great Showman, arrangiert von Paul Mercer. Dramatisch, ein aufregend Medley aus dem Kinohit The Greatest Showman. Wie der Familie Pop Burnham sich abends verleiert, verwirklicht hier eine verrückte Idee. Er hat einen Zirkus gegründet, den nicht nur mit komisch gestaltet weist, sondern auch sensationell Tänzer und Akrobaten. Aber der Musement ist nicht sein einziges Ziel. Hier will auch gesellschaftliche Anerkennung. Und dafür stehen sich professionelle Hülle für sich an der Kunstszene zu etablieren. Den findet ihr bei dem Theaterspieler Philipp Gale. The Greatest Showman ist ein biografisch original Musical über den legendären Showmaster, Politiker und auch Legender, der P.T. Burnham, gespielt von Hugh Jackman. The Greatest Showman, Never Enough, A Million Dreams, This Is Me, and From Now On,
All das könnt ihr als Auftakt vom zweiten Teil hören, gespielt von der Rosberger Musik und der Regie von Sam Coop. Fairy Tale of New York als Lied von der britischen Folk-Punk-Band The Pogues. Der Song ist im November 1987 als Single veröffentlicht worden. Ein Lied über Dream, die nie vorgehen. Steckt auch zu verstehen als ein Dialog zwischen Mann und Frau. Am Anfang schienen sie glücklich zu sein. Sie sangen von ihren Dream an ihren Zielen. Mit wem mal kippt Stimmung? An Dream stellen sich als Lichen raus, als soll das, wie kann das ernst das auch zu erwarten, immer den anderen. Sie beklagen sich über die verlorene Jugend an Dream, die sie nie geliebt haben. An Christach geht ihnen zum Verhängnis. Obwohl das Lied quasi ein Anti-Christach-Lied ist, geht es für die Feier, die ich gerne und noch oft gelauscht hat. Fairy Tale of New York, mache ich einfach selber ein Bild davon. Around the Whiskey Jar von Ivan Baumanns. Denn Ivan Baumanns gewann 1983 zu Madrid als spanisch-litzebüischer Komponist, Dirigent und Prof. Ging mit Klarinette, später Piano an einer privaten Akademie zu Cuenca studiert. 1997 als hin an der Konservatoire gewesen. Ein Jahr mehr spät, als hin auf Lützebüsch kam, wohin am Stadter Konservatoire Piano, Klarinette, Kammermusik, Musikgeschichte, Harmonie und so weiter. Ich könnte noch ganz vieles abziehen, da ging ich nicht fertig. Hin ist an der Konservatoire nur noch Paris gewesen, wohin verschiedene Preise gekriegt wird. Lützebüsch Musikumfeld am meisten Stimmen sind da 1999 als freischaffender Komponist und seit 2004 als Dirigent zu schaffen. Bis heute haben über 90 Stecker verschiedener Musikstile von Kammermusik über Filmmusik bis hin zu sinfonischer Komposition geschrieben. 2020 gab er bei den International Classical Music Award mit dem Composer Award ausgezeichnet. Und bei diesem Stück vertröstbarer Musik, ich lo werde spielen, wird die Idee von Ivan verschieden, auch wenig bekannte Melodien zu benutzen und Domada so gut wie möglich eine irische Atmosphäre herzustellen. Around the Whiskey Jar, das lässt, oder vielleicht nicht das Tanz lässt, Stück von der Rosberger Musik. Ich alle gute Merci für den Nachhören, ich wünsche euch einen guten Rutsch und für 2023 für alle eine gute Gesundheit. Merci. Ich denke, man hat ihn erwähnt, ich wurde auf den dritten Leid, die hat noch das Programm gefährt und sie wird aktiviert, sie wird ein Dirigent und merkst so, ich habe eine kleine Karte auch gesehen. Und wir haben die Präsentatrice, Marion Spiritzi Scheuer, ich gehe von hier dann, Marion von Schick. Die Weiße Bären Dirigent im Team Klären an die Bildung schläft. Und dann hat man noch ein Kado für den aktuellen neuen Dirigent in Sanko. Sanko spielt. Ich wollte auch noch probieren, das so. Ich hoffe nicht, du lachst. Das ist auf Tag, das spät. Die sieht zwar nicht so düster wie ich, aber trotzdem wird er wahrscheinlich auch Lust, nur ein paar probiert, mit deren Nupen zu schwätzen. Und auch vielleicht ist er gerade so froh, dass man ein Stück dauert, wenn man Nupen zu schwätzen. Nee, kleines Spaß. Was ich wollte sagen, also die angepflegten Fans, die wissen, du schon was können, das nächste Stück. Aber ich wollte eigentlich auch ein Merci sagen, für dich, dass ihr alle mit nach hinten kommen seid. Und dann aber auch die ganzen Musikanten, dass uns wirklich ja, motiviert, bei der Sachbare für so ein richtig gutes Programm zusammenzubringen. Und auch eben den Leuten, die Programme draufgesicht haben, ein großes Kompliment. Und auch alle Musikanten und auch den Älteren, sowohl von den Musikanten, die da auf der Bühne sind, wie auch von den Autoputzerten, dass sie immer ihr Kanal hinbringen und sie unterstützen bei dem, was sie meinen. Das ist nicht selbstverständlich, schaut es das. Und dafür sonst stehen auch ganz große Merci. Und ich fand hier noch ganz großen Applaus für dich.
War schon bestimmt eine ganz gute Leute nach Paris. Und auch Frau Sohn auch nach dem Komitee für uns Merci, dass sie mal immer mit mir Rechtsspruch haben und dass wir uns gut verstehen. Und auch für die Komitee, die wir immer den zu denen hatten. Anscheinend wird gemunkelt, ja, dass wir immer bis Milan mit denen zu denen haben. Ich fand das auch gut. Aber wie gesagt, dieses Jahr hat man leider gerade uns nicht verbunden. Dass wir einen Kirchtag hatten, den so wenig Temperaturen hat, dass in den zahlreichen Niederschlägen gefallen ist, leid geblieben ist und weiß, war. Dafür spielen wir dann als letzten Stück. Genau. Viel Spaß!